Sehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Oh. Wow, hey Jungs! Ich bin nicht der echte Spidey! Nee, bist du nicht mehr. Oh, scheiße. Zeit für Chancengleichheit. Wusste ich doch, dass es mehr als einen gibt. Töte beide! Bah. Ich schaffe das, geh! Ich soll die Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals! Du kannst kämpfen! Schwarzer Gürtel! Lehrer am Shikara Dojo! Ich wollte helfen! Die Legende verbreiten und so! Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde! Ups. Und ich hab viele Feinde! Ja! Achtung! Da kommen mehr! Ich nehm die mit den Knarren! Du den Rest! Wenn du der Gemeinschaft helfen willst, hier in der Nähe ist ein Feast Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Ach echt. Ja, schön Knie ins Gesicht, dann tut's weh. Auch richtig schön weh. nicht hauen. Wow. Hau ab, ich erledige sie. Eindeutig eine gute Idee. Ja, zurück an den Absender. So, jetzt sag mal ruhig. Meine Güte. Mann, echt krass. Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Ja, so für 2 Sekunden wird er sich mit dem merken. Ein denkwürdiger Tag. Okay. Ja, jetzt mal auf zu Otto. Ui. Direkt durch den Central Park zu den freundlichen Tauben. Und ja, die Tauben haben mich traumatisiert. Ich kann das nicht. Ja, wenn wir schon von den Tauben reden, hier war doch der Ort, wo es die Nebenmission gab. Naja. Scheinen jetzt keine Tauben da zu sein, die mich umbringen wollen. Zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht ruhig. Sie ist nicht friedlich. Sie ist eine tickende Zeitbombe. Unter der Oberfläche brodelt es, als würde ein hungriger Hai warten. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von uns ist das. Ach, wie man nett.
Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Punktlandung. Wird ja langsam. Komm, haben wir es noch pünktlich geschafft? Kommt schon. Okay, hoffen wir mal, dass wir es geschafft haben. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Komm. Wir haben so hart daran gearbeitet. Ja? Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Was? Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Er hat dir selbst zu helfen, du Arsch. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter... Es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ach, sonderlich gut, hast du ihn auch nicht gerade bezahlt, sonst wäre nicht mit der Miete im Rückstand, aber naja. Du warst trotzdem ein toller Chef, Otto. Das war bitter. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Nicht so weit, danke der Herr. Das ist also die Forschungsstation. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Alles klar. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Alles klar. Ja, warum auch nicht?
Ein wenig Frischsmog. Hä? Was ist das? Blitzstation, die Schadschau in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger. Aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadschauausschuss öffentlich dokumentiert würde. Okay. Es gibt erhöhen wir es. Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Oh ja, die klar. Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Ah. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Alles klar. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Haha. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Hoffe ich doch mal, dass du jetzt nicht abhängig wirst, Junge. Hab's! Muss ja eklig sein. Bis zum geht nicht mehr. Oh shit. Ah, hier geblieben. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Ich kann es mir vorstellen. Meine Güte. Aber wieder typisch Kapitalismus. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Ja, du schnüffelst ja nur am Abgasen rum. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Arbeite sein. Oh. Licht ist perfekt. Perfekto. Was war das gerade? Mein Kostüm sieht billig aus. Perfekt. Immer höher, immer döver. Ach, da. So. Mein schönstes Schornsteinfoto. Nicht wirklich. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Ja, das wäre was. Die Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Er braucht eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Das ist ungefähr so wie die Fäuste der Dämonen. Peter, ich
Ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Ah, der Negativanzug. Ja, der sieht nicht übel aus. Spider-Bro als temporäre Hilfe im Kampf? Interessant. Secret War-Anzug. Ja, warum auch nicht? Ja, warum nicht? Nehmen wir den mal. Okay, das sieht interessant aus. Hallo. Dann legen wir mal los. Jetzt kommt wohl ein echter Bosskampf. Lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Aua. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Au! Ja, ich fürchte, das wird jetzt ein harter Fight. Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Ja, aber sowas von... Damals, ich so jung und dumm, du einfach nur dumm. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Gut. Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Komm schon, mein kleiner Freund. Ah. Wow. Ab die Post. Ich kriegen wir schon down. Raus damit, dann helfe ich dir. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld. Wow. Nee, so läuft das nicht. Wow. Ah, jetzt können wir. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh oh. Warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman! Sag mir, für wen du arbeitest! Wow. Dann beschaffe ich dir einen Deal! Wenn ich rede, bin ich tot! Sie verstehen da kein Spaß! Wow. Bleib nett! Dann vielleicht! Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist dich.
Wow! Okay. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Das wird wehtun. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment, sagtest du Masken? Mann, Mann, Mann. Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Mein Geld ist ja egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Nee, muss was anderes probieren. Ja, ich weiß es. Okay, fang. Und zwar mit deinem Gesicht. Nee. Mist. Das ist gemein. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann wow. Schaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Ach, Mann. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment. Sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Mein Geld ist ja egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Come on! Geh endlich down, Mann! Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals! Du hast ja keine Ahnung. Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Wow. Ja, wenn dann nichts ist, was ich noch nutzen kann, ja. Ja, 1A. Ja, leck mich doch. Mann! Okay. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Ach Mann, warum klebt der jetzt da fest? Nee, das wird gar nicht. Mann! Ja, weg. Gibt es irgendwas, was ich schmeißen kann hier? Scheinbar nicht. Dieses Kunstwerk sieht schwer aus. Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Das gleiche Problem wie bei Fisk damals. Das hat mir mehr weh getan als ihm. Kunst zu zerstören könnte meine einzige Chance sein. Ja, ich bin tot. Wieder mal. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Natürlich. Gibt es hier nirgendwo was, was noch benutzt werden kann? Verdammt nochmal! Dieses Kunstwerk sieht schwer aus. Ach.
Welches? Okay, versuchen wir es mal hier. Ich kapier echt nicht, was du willst. Welches schwere Kunstwerk? Kunst zu zerstören könnte meine einzige Chance sein. Ja, nur wie, verdammt nochmal. Welches beschissene Fick-Kunstwerk, Mensch. Welches Kunstwerk? Hallo! Das muss jetzt aufhören. Das Kunstwerk könnte gehen. Ja, welches? Ich sehe hier irgendwo ein Kunstwerk. Seht ihr was? Nee, ne? Was? Das? Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Ah, Mann. Ehrlich. Leute. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Ah. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Ah. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Heiliger Shit, ey. Gott, ey. Gut, ich nehm's zurück. Schocker war ein harter Gegner. Mann. Oh. Er hatte wirklich Angst. Ach echt. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Oh. Heilige Schande. Ach, hier haben wir was Neues. Fokus geheilte Menge. Gescannte Pfeile bleiben markiert, bis der Kampf beginnt. Okay. Klingt doch an sich nicht schlecht. Ach, ich bleib mal beim Hybridanzug. Nett. Ich bin ein Kumpel, bleib. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Amrath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt? Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Nein. Das frage ich auch. Zu meiner Verteidigung, Schocker hat das meiste zerstört. Schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Ja. Wir haben hier noch eine Forschungsstation. Feinstaub in der Luft. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Einmal. Die Messwerte sind besorgniserregend, aber inkonsistent. Wenn ich wissen will, was gespielt wird, muss ich die Emission in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser. Alright.
Dann legen wir doch mal gleich das los. Das Dampfventil ist ein guter Anfang. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Mal analysieren. Gut, 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 gut. Ja, ist das schon mal sicher? Aha! Quecksilber. In Verbindung mit etwas anderem. Keine Ahnung mit was. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Oh, es sind viele Menschen in Gefahr. Bingo. Was mir eine Probe davon wohl verrät? Was alles Kacke ist. Mensch. Nett. Dann hier. Ha! Salpetersäure ist auch drin. Wow. Aber auch noch etwas anderes. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Oh je, oh je. Phew, das stinkt zum Himmel. Mal sehen, was drin ist. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Haha! Ethanol. Wieso klingt das so vertraut? Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Mhm. Wahrscheinlich wieder Norman. Wow. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ja. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss hier sauber machen. Schnell. Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Einer weniger. Cool, das funktioniert. Nur noch ein paar Fässer mehr. Das letzte... Wow. Das war's. Ah. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Mhm. Definitiv. Danke, der Herr. Nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Ja, dann schauen wir doch gleich mal vorbei. Hey, Yuri!
Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein...